Ich habe eine Urne, darin befinden sich 40 Kugeln. Und von diesen 40 Kugeln wiederum sind wohl 12 rot. Weiterlesen wir erstmal nicht mehr. Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, diese 40 Kugeln wären mein N. N ist die Anzahl der gezogenen. Das heißt, mit diesen 40 Kugeln kann ich eigentlich nur Folgendes machen. Ich kann mir die Wahrscheinlichkeit für eine rote berechnen. Die ist nämlich 12 rote durch 40 insgesamt, gibt 0,3. Jetzt lesen wir weiter an den nächsten Satz. Es wird 1500 Mal mit Zurücklegen gezogen. Mit Zurücklegen heißt, die roten Kugeln bleiben immer gleich häufig. Das heißt, ich behalte immer 12 rote und 40 insgesamt. Die Wahrscheinlichkeit ändert sich also nie. Mein n ist allerdings 1500. Und was ich jetzt schon sofort angeben kann, mein Erwartungswert, e von x oder μ oder wie auch immer Sie nennen wollen, oder x quer gibt es, ist n mal p, also 1500 mal 0,3, also 450. Und ich kann auch meine Standardabweichung angeben. Die Standardabweichung ist nämlich Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Also Wurzel aus 1500 mal 0,3 mal 1 minus 0,3 ist 0,7. Das tippe ich ein und komme auf 17,748. Und damit habe ich eben schon Standardabweichung, Mittelwert. Ja, und das wäre eigentlich so das Wichtigste. Und jetzt lesen wir den letzten Satz durch. Die häufigsten 95% der Fälle. Das heißt eigentlich schon mal ein Konfidenzintervall über 95%. Und zwar, wie ist das zu verstehen? Sie dürfen sich natürlich das jetzt nicht so vorstellen, dass ein Fall ein Zug von einer Kugel ist. Ein Fall heißt, ich ziehe einmal 1500 und schreibe mir auf, wie viel Rote ich habe. Dann ziehe ich nochmal 1500 und schreibe mir wieder auf, wie viel Rote ich habe. Und dann nochmal 1500 und nochmal und nochmal. Und das Ganze mache ich 10 Mal, 100 Mal, 1 Million Mal, was weiß ich wie oft. Und schreibe mir jedes Mal auf, wie viel Rote ich habe. Am häufigsten habe ich natürlich 450 rote Kugeln. Aber logischerweise habe ich manchmal mehr und manchmal weniger. Und die Frage natürlich in dem Fall ist, wie viel habe ich mindestens, wie viel habe ich höchstens, sodass diese Anzahl insgesamt 95% von allen Fällen ausmacht. Klar, wegen der 95 kann ich die simple Formel von meinem Konfidenzintervall verwenden. Das heißt, ich sage, die linke Grenze ist Mittelwert plus, minus, Entschuldigung, die linke Wert ist Mittelwert minus 1,96 mal Standardabweichung. Mittelwert habe ich ist 450, Standardabweichung habe ich 17,748, tippe ich ein. Und komme auf eine Anzahl von 415,21 roten Kugeln. Und die rechte Grenze, genau das gleiche mit Plus. Und da kommt raus 484,79 rote Kugeln. Das heißt also, die rechte Grenze sind 484,79 gerundet 8. Und die linke Grenze sind 415,2. Die Anzahl der gezogenen roten Kugeln beginnt also von hier bis dahin. Anzahl muss ich natürlich runden. Ich kann nicht 415,2 Kugeln ziehen. Das heißt, ich beginne bei 416. Ich muss natürlich aufrunden, um im Intervall drin zu bleiben. Und da oben muss ich abrunden, um im Intervall drin zu bleiben. Die Antwort lautet also, schlechte Formulierung. Die häufigsten 95% der Fälle werden
416 bis 484 rote Kugeln von diesen 1500 gezogen. Du.